Moin, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky in der Permadeath Edition. Ich steig mal noch schnell ein. Wir haben nämlich noch Sturm hier immer noch. Oder wieder. Wir müssen noch Kreaturen finden hier, ne? Ich muss mal gerade gucken, ob ich ein paar scannen kann auf die Schnelle. Ist noch was zu finden hier? Da drüben ist noch was. Ist aber kein Tier. Hier ist noch eins, direkt vor meiner Nase. Habe ich genug gescannt oder reicht das noch nicht? Guck mal gerade, Wissenschaftsforschung zum... Okay, planetare Kreatur mal gescannt. Zur Siedlung könnten wir auch nochmal zurückgehen. Ich würde aber gerne noch die anderen Pflanzen... Also wie sieht das eigentlich pflanzentechnisch aus? Pilz haben 161. Nehme ich mal eine Ladung mit. Da unten ist noch was. Blöd ist nur, wir haben immer noch Sturm. Ich würde gerne noch ein bisschen was mitnehmen. Ein bisschen mehr einfach. Wir warten mal kurz ab. Wir machen das kurz noch. Dann gehen wir kurz auf den anderen Planeten. Dann sammle ich da kurz noch das... was war das? Das Gras, glaube ich, noch, ne? Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Frachter. Ich hoffe mal, dass das hinhaut. Ich bin gespannt. Das ist hier ein bisschen was anderes dann. So, gucken wir mal. Ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen wegen dem Sturm. Au, das habe ich nicht gesehen. Das war nicht so genial. Was habe ich alles? Ich glaube ja, hoffe ich mal. Ja, Giftschuss nimmt die ganze Zeit ab hier. 323, das wird reichen. Komm. Oh, Treibstoff alle, natürlich. Okay, dann gehen wir zum anderen Planeten, holen uns da und das Material. Ich muss nur gucken, Ammoniak und so habe ich jetzt natürlich nicht. Das müssen wir uns dann auch im Laden holen, hätte ich beinahe gesagt. So. Dann holen wir uns noch kurz... Was haben wir hier? Ach, zeigt mir noch nicht an, ich bin noch nicht weit genug weg vom Planeten. No, zeig das mir wieder nicht an. Oder wieder nicht? Das ist aber nicht so toll. Welcher Planet war denn jetzt der... Das sind aggressive Wächter, da gehe ich nicht drauf. Da habe ich zu schlechte Erfahrungen gemacht. Kann man auch hingehen, das ist ein bisschen hardcoreiger halt. Kann man, wo ist Labelchen? Genau der. Aber im Permadeath mache ich das erstmal nicht, würde ich sagen. Ich sag mal, wenn ich irgendwo in des Wassers wäre, dann könnte man, glaube ich, bei den Wächtern die abschütteln. Zumindest ist das die einzige Chance, die ich bisher gefunden habe. Einbuddeln weiß ich jetzt nicht genau. Das ignorieren wir gerade. Das wird wahrscheinlich wieder... Oh, wir gucken gerade. Vielleicht ist es ein Händler, genau. Das hätte ich schon gedacht. Piukidariat, Gilad, Freund. Sagnipidari. Selten Vitamin, Chaturk, Fik, Kemeliglio, Yep, Bageglia, Tanatu. Okay. Der Pilot wirkt wie ein gewöhnlicher Händler, aber anstatt des üblichen Warensortiments führt er nur Plunder und Kuriositäten. Nope. Kuriositäten kannst du gleich in eine Tonne kloppen. Die habe ich so oft abgezogen, die Jungs. Das gibt's nicht. So, kontaminierter Planet. Da wird es ja spaßig jetzt hier. Müssen noch ein bisschen Gamma-Wurz haben und dann gehen wir eigentlich zurück, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht genau, was wir brauchen. Ich glaube, Gravitinobälle bräuchte ich, aber Gravitinobälle habe ich, glaube ich, nicht. Und jedes Mal, wenn du welche mitnimmst, ist es natürlich nur der Mann, weil dann kommen die Wächter um die Ecke. Denen gefällt das natürlich nicht so. Das sind auch die einzigen Pflanzen, glaube ich, wo die sauer werden. Gravitinobälle? Ich glaube, ja. So. Gucken wir mal. Haben wir Gamma-Wurz hier rumliegen?
sehe jetzt gerade nichts. Das ist jetzt nicht so viel. Kein Gamma-Wurz in der Nähe? Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Da ist Gamma-Wurz. Dass hier so wenig Gamma-Wurz ist. Okay. Jetzt werde ich schon an so einer Kante hängen. Ich nehme mal so viel wie möglich mit. Okay. Was soll das gut? Wir müssen ein bisschen den Strahlungsdetektor hier im Auge behalten, aber wir haben ja eigentlich den Schutz. Von daher sollte das passen. Ich glaube, wenn wir die mitgenommen haben, haben wir hoffentlich genug. Du willst ja nicht meckern hier, oder? Mein Freund. Eisenmeilenstein, schon wieder. Okay, 75.000 zurückgelegt, auch nicht schlecht. So, das war's, ne? Hier haben wir alles mitgenommen. Okay, wie viel haben wir? 337, ja, das reicht. Hoffe ich mal. Okay, dann ab zur Raumstation und dann nach Hause, würde ich sagen. Dann nehme ich noch eine mit. Ja, das ist nämlich noch eine mit ausnahmsweise, aber ich glaube, das reicht. Wir brauchen ja nur zwei Pflanzen, da ist noch mehr. Wir brauchen ja eigentlich nur zwei Pflanzen. So, aber komm, dann nehmen wir noch ein bisschen was mit ausnahmsweise. So. Können wir nämlich noch ein bisschen was abgeben. Je mehr wir haben, desto besser. Hätte ich bei Pilz auch machen sollen, bei Pilzschimmel, aber wenn da die ganze Zeit Sturm ist, dann ist auch blöde. Nanit muss ich eigentlich farmen. Ich brauche unbedingt mal Nanit, dass ich immer ein bisschen Upgrades reinkriege und ich muss unbedingt die, die geborgenen Daten sammeln, damit wir ein bisschen was bauen können, weil bisher haben wir davon nicht so viel. Aber das müsste ich wahrscheinlich offcam machen, weil das ist ja ein bisschen öde, wenn du da halt nur die ganze Zeit rumläufst. Mal gucken. Vielleicht mache ich halb-halb. Ich laufe ein bisschen, sammle ein bisschen was ein und dann den Rest mache ich später dann oder so. Off-Cam. Muss mal gucken. So. Ich muss ja eigentlich noch ein paar Farmen bauen. Ich baue noch so zwei oder drei. Ich sag mal so, je mehr natürlich auf einem Planeten ist in der Nähe, desto weniger Farmen brauche ich, weil wenn die gleich direkt nebeneinander sind, die beiden, kann ich natürlich dann direkt einmal hinporten und muss dann nicht über zig Ecken. Okay, wir gehen zur Raumstation. Wo ist sie da hinten? Auf zur Raumstation. Und dann gucken wir uns gleich mal den verlassenen Frachter an. Ich weiß noch nicht genau, ob ich... Warte mal. Bin ich darauf vorbereitet? Habe ich denn... Gegen Kälte? Nee, Kälteschutz habe ich nicht. Das ist schlecht. Den müssen wir uns erst besorgen. 199 Nanit. Weiß ich nicht, ob das reicht. Da müssen wir nachgucken. Ich hoffe mal, das reicht. Bin mir aber nicht sicher. Vier geborgene Daten haben wir mitgenommen. Ist jetzt nicht so viel. Ah, okay. Da sollte aber nichts drin sein. Nichts Wertvolles drin. Beziehungsweise nichts Illegales. Okay, da gucken wir mal gerade. Vielleicht kommt da noch Händler vorbei. Da können wir gerade vielleicht noch was kaufen. Ich könnte einen Slot noch freischalten. Geht's gleich zum Frachter.
So, warum ruckelt das eigentlich? Es ruckelt immer an der Stelle, wenn ich hier Tabuki. Habe ich schon benutzt? Habe ich schon benutzt? Okay. Dann war ich ja doch schon hier. Kommt einer vorbei? Wahrscheinlich nicht. Jetzt, wo ich was brauche, kommt wieder keiner vorbei. Na, wie immer. Ist das eine Spur? Doch, das ist eine Spur. Da kommt einer. Na los, rein hier. Yay, da kommt einer. Ich hoffe nur, der hat auch das, was ich gebrauchen kann. Der passt sogar direkt neben mir. Nice. So, mein Freund. Hast du Sachen dabei, die ich gebrauchen kann? Hallo, Freund. Dioxid hast du dabei. Kann ich mal wieder mitnehmen. Phosphor habe ich eigentlich noch. Aminokammer müsste ich eigentlich mal mitnehmen, ne? Ich weiß, ich glaube, ich habe schon eine, aber ich nehme nur mal eine mit, sicherheitshalber. Der Pilot gackert aufgeregt und pickt auf seinen Handelszeugnis. Er ist offensichtlich erfreut, dass er eine unerwartete Möglichkeit zum Kaufen und Verkaufen von Waren erhalten hat. Er klickt mit seinem Schnabel und deutet auf sein Raumschiff. Wenn der Preis stimmt, würde er sogar sein Schiff verkaufen. Gold, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Das hilft mir gerade nicht weiter. Guck mal, jetzt sind ja richtig viele hier. Esserfreund, Rido Safer, Lafebek, Verhandlung, Muto. Der Händler winkt in Richtung seines Frachtraums. Seine Anwesenheit scheint ihn offensichtlich zu begeistern. Meine Anwesenheit, okay. Er pickt mit seinem Schnabel auf das Cockpit, um zu signalisieren, dass er vielleicht auch sein Schiff verkaufen würde. Gold, Paraffinum vielleicht, weiß ich nicht, nehm's mal mit. Mach's gut. Ach, der eine ist weggeflogen. Mist, war ich zu langsam. Paraffinum. Ja, Ammoniak wäre jetzt ganz toll, ne? Kann ich das vielleicht hier direkt kaufen im Laden? Jetzt siehst du hier, da kommt noch einer. Noch zwei. Okay, dann gucken wir hier gerade mal. Die landen hinten. Jetzt ist erstens fertig. Beide gleichzeitig. Dann gehen wir hier, du bist gerade am nächsten. Hallo Freund. Bist du immer noch das gleiche? Bist du der gleiche? Bist der gleiche, ne? Walter Siedl, ich kenne dich doch. Der Händler winkt in Richtung. Ja, das kennen wir schon. Paraffinum habe ich schon. Ich glaube, ihr habt nichts Tolles mehr für mich, ne? Nee. Okay, dann ist egal. So. Dann gucken wir hier noch kurz und dann gehen wir zurück. Wir haben Platin hier. Mist, das reicht nicht. Okay. Dann gehen wir, hier müssen wir hin, ne? Ich hoffe mal, hier sind wir richtig. Dann gucke ich nochmal, ob ich da Ammoniak finde, weil Ammoniak brauche ich jetzt eigentlich für Pilzschimmel. Sonst kann ich Pilzschimmel nicht anbauen. Das wäre blöde. So. Komm, Ammoniak. Ammoniak. Nein. Pygnium ist hier drin. Toll. Das hilft mir leider nicht weiter. Kommt hier noch ein Händler vorbei? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann gehe ich nochmal gerade drüben zum anderen. Muss ich gerade nochmal anders hinporten. Hier vielleicht? Das war, glaube ich, Laborausrüstung, ne? Vielleicht ist da Ammoniak drin oder so. Hoffe ich zumindest. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe mir leider nicht gemerkt, in welchem System es was geben kann. Weil bestimmte Systeme haben ja bestimmte Auswahl. Wenn man das weiß, dann geht das natürlich schneller. Aber da ich mir sowas nicht merke, ja. Ammoniak. Nice. Okay, reicht. Gehen wir wieder zurück. Dann können wir jetzt zur Basis zurück. Okay, Natriumfarm, hier hin. Wir machen das gerade fertig und dann geht es zum Frachter.
Ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass da nicht so viel von den Viechern rumlaufen, weil wenn die so hart hitten, dann zerlegt es mich da drin daher. Das wäre nicht so toll. Wir sind jetzt bei, ich weiß gar nicht, welche Episode? 32? 33? Ich glaube, ich hatte 33 Episoden. Beziehungsweise eigentlich 32 Episoden, glaube ich, auch nur, als ich gestorben bin. Das wäre nicht so toll. Hier. Gehen wir erstmal zu dir zurück. Hier. Hast du die Datenreisender? Mein Kind kann die Welt nicht so sehen, wie du sie siehst. Deine Scans mit ihm zu teilen, bedeutet dein Bewusstsein mit ihm zu teilen. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Okay, hier. Ihoi, was für Anblicke. Als Dank hat mein Kind einen Bauplan für dich vorbereitet. Es hat gelernt, wie man instabiles Gel herstellt. Es hofft, dass du dich darüber freust. Nice. Reisender, diese Daten bereiten mir Sorge. Mein Kind ist in der Lage, Signale von unbekannten Quellen aus der gesamten Galaxie zu empfangen. Ich kann es nicht vor den widerlichen Gedanken der Gecko oder den herben Scans der Wächter beschützen. Wenn du Ionen-Akkus findest, werde ich Baupläne für Polyphaser entwickeln. Okay. Verschwende keine Zeit, Reisender. Sein junger Verstand ist leicht zu beeinflussbar. Kann ich die gerade bauen? Kobalt habe ich, glaube ich, unten im Lager. Ich muss mal gerade gucken. Es wäre toll, wenn man so eine gesamte scrollbare Übersicht hätte. Das wäre nice. Kobalt hier. Wie viele Ionen-Akkus brauche ich? Ein? Zwei? Drei? Erledigt. Gut, dass ich Kobalt habe. Aber Kobalt muss ich unbedingt mal farmen jetzt hier. Hast du die Ionen-Akkus gefunden, Reisender? Der Korvek sieht besorgt aus. Die Trennung von der, Konvergenz und die Angst um sein Kind machen ihm zu schaffen. Vielleicht können ihm die Batterien etwas beruhigen hier. Danke, Reisender. Es ist gut, dass wir das kleine Signal beschützen können, aber ich fürchte, das reicht nicht. Hier nimm eine Kopie der Pläne für Polyphaser. Sie könnten nützlich sein. Gib mir jetzt bitte einen Moment. Ich muss mein Kind unterrichten. Yay. Polyphaser ist, glaube ich, das, was ich brauchte? Nein, weiß ich gar nicht mehr. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Gärtner, wir brauchen Pilze. Dann bauen wir die hier mal gerade an. Wo haben wir es denn? Pilzgeflechter. Was? Zu nah am Raumschiff. Och, nö. Das ist immer doof. Jetzt muss ich gerade mein Raumschiff umparken. Ich dachte, machst du gerade schnell ein paar Dinger hier fertig, dann lohnt sich das. Aber das Raumschiff parkt ja gerade im... Ich brauche hier unbedingt eine Plattform. Ich muss unbedingt mal geborgene Daten sammeln, dass ich meine Plattform baue, dass mein Schiff ein bisschen abseits steht. Nicht zu weit abseits, aber so, dass ich bauen kann. Der Wissenschaftler unterrichtet sein Kind. Okay. Das Ding sieht echt aus, als... ja, weiß ich auch nicht. Wie so ein Würfel, der aus mehreren Ecken gebaut wird. Nein, lass mich da hoch. Jetzt. Okay, neuer Versuch. Wir bauen Pilzgeflecht an. Na. Na. Jetzt. Okay, dann können wir zum Gärtner zurück. Zum Farmer. Zum Gärtner, sag ich schon. Ich sag immer Gärtner, ich weiß auch nicht, ich bin im falschen Spiel. So, okay. Ah, du bist also fertig? Zeig mir die Pilzgeflechte. Es ist so lange her. Du lernst schnell, Reisender. Lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt, da du auch mit der gefährlichen Flora zurechtkommst. Im letzten großen Krieg haben wir Gag unsere Heimat, unsere Städte und unsere Identität verloren, Reisender. Welt um Welt wurde mit Atomwaffen bombardiert. Jetzt wachsen in den alten Welten nur noch entstellte tödliche Dinge, aus denen heraus die Erinnerungen an das schreit, was einst war. Eine dieser Nutzpflanzen ist das Gammagras. Wir sollten es hier kultivieren. Überlassen wir das Kämpfen den anderen, mein Freund. Lass uns hier stattdessen Dinge anpflanzen. Bergbauaufseher Laffel will, dass ich den Hydrokultur nutze, um Gammagras zu kultivieren. Ich bin schon auf das Ergebnis gespannt, Reisender. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich konnte in letzter Zeit kaum schlafen. Ich muss mich ausruhen. Gammagras. Machen wir das auch noch gerade, dann haben wir das auch fertig. Das Gute ist, es passt gerade alles zusammen. Das nächste habe ich aber nicht mehr dann wieder, ne? So, zum Farmer zurückkehren. Er wollte eigentlich pennen, aber jetzt muss ich ihn stören. Sind die Gammagras-Ableger bereit? Sie müssen trotz ihrer chaotischen Herkunft vorsichtig gepflegt werden. Oder vielleicht gerade deshalb.
Wer war es? Zeig mir deine Erfolge. Ah, aus dieser Pflanze werde ich köstliche Gerichte erstellen. Es ist schade, dass du diesen radioaktiven Genuss nicht essen kannst, Reisender. Aber vielleicht kann ich dir eine Alternative anbieten. Wir werden deinen Hunger mit Schönheit statt mit Nahrung stillen. Okay. Gravitino wird Giftigel und Wertbär. Okay. Wir werden Gravitino-Wirte kultivieren. Ich erzähle gerne die Geschichte dieser Flora, wenn du sie hören willst. Meine Geschichten und Theorien scheinen andere Gag zu langweilen, mein Freund. Ich schätze, mein Streben nach Wissen habe ich mit den Corvex gemein, aber diese Maschinen wissen weder Überraschungen noch das Erstaunen zu schätzen. Ich muss zugeben, dass ich mich häufig einsam fühle. Bergoffizier Laffe will, dass ich den Hydrokulturdruck nutze, um Gravitino-Wirte anzupflanzen. Okay. Wir glauben, dass man Gravitino-Wirte nicht künstlich kultivieren kann, aber ich weiß, dass es geht, mein Freund. Du wirst die Früchte meiner Experimente ernten. Okay. Ich habe das Wissen bekommen. Aber ich muss es erstmal sammeln jetzt, ne? Ja. Bauplan katalogisiert. Ich habe zwar den Bauplan, aber ich habe kein Material dafür. Emeril habe ich auch noch nicht gemacht. Das heißt, wir müssen sowieso die Systeme checken. Gravitino-Wert. Moment, chromatisches Metall, Silber, Magnesium, Ferrit kann ich sogar machen. Wurde hier was geändert? Indium muss ich auch noch. Das heißt, ich muss die Systeme eh abklappern. Oder bin ich doof? Kann auch sein, dass ich die... Ich habe die immer angepflanzt hier aus dem, was ich gefunden habe. Warum mal das ganze Zeug gerade weg hier? Das war wahrscheinlich drüben. Ist egal. Ich pack's jetzt mal hier rein. Das war wahrscheinlich auch drüben. So, Munition habe ich 5000. Ich bin gerade überlegen, ob ich das noch schnell baue. Soll ich das probieren? Ich guck mal gerade. Vielleicht können wir das gerade bauen. Wenn ich schon hier bin, gerade am Gärtnern, dann kann ich auch gleich vollgärtnern noch schnell, bevor ich gehe. Das brauchen wir. Was war denn das dritte? Jetzt habe ich schnell vergessen. Magnetisiertes Ferrit, chromatisches Metall und Silber. AG ist Silber. Das reicht hoffentlich, das Material. Okay. Kann ich. No, ich habe kein Silber mehr. Das reicht nicht. Verdammt. Ist egal, ich muss eh einen Gravitino-Ball ernten, dann lassen wir das so. Dann, ich muss den dann präsentieren, das passt schon. Ist okay. Sind wir schon weitergekommen? Ich pack das Zeug wieder weg. Silber ist alle. No. Okay. Ich müsste nochmal in die Anomalie und erstmal gucken, ob wir uns einen Kälteschutz holen können. Weil ohne Kälteschutz wäre das ein bisschen doof. Ich will da nicht rumfrieren. Müssen wir doch noch eine Vorbereitung. Mann, ich dachte, wir könnten jetzt direkt loslegen. Aber wir könnten da schon hinfliegen vielleicht. Das wäre vielleicht eine Idee. So, nee, ich wollte ja da hinten. Das heißt, ich muss ja... Ich bin ja doof. Hier lang fliegen. So, Gravitino-Ball ernten geht noch nicht. Können wir gerade die Anomalie rufen? Bitte? Dankeschön. So, ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir die bauen können gerade. Weil der Kälteschuss wäre mir dann doch schon wichtig. Ob ich beheizbare Stiefel hätte dann? Ich weiß gar nicht, hatte ich noch ein anderes Outfit? Muss ich einmal gucken bei Gelegenheit hier wieder. Ich habe ja noch ein paar andere Designs. Ein Design wollte ich mal ausprobieren. Vielleicht wechsle ich nochmal meinen Umhang, mal gucken. Aber der hat eine andere Farbe, glaube ich, ne? Ich weiß es jetzt nicht genau. Muss ich gleich mal gucken. Ich mag ja den Umhang so. So, wir müssen Anzug. Anzug ist da hinten. Neue Reisen,
Dein Anzug ist eine Erweiterung deiner selbst. Okay, ja, gucken wir mal. Wir wollen die noch erweitern. Und zwar hier, Wärmeschicht. Die müssen wir einbauen. Und zwar bauen wir den erstmal hier ein. Was brauche ich noch? Kupfer? Und Silber. Oh, nö. Wir brauchen Silber echt jetzt? Also genau das, was ich brauche. Was ich gerade verbraucht habe. Genau das, was ich gebrauchen kann, aber nicht habe. Wir gucken mal gerade, ob wir noch ein bisschen Nanit abkassieren können. Wahrscheinlich gibt es nicht viel. Ja, ich habe nicht viel gescannt, aber vielleicht kannst du mir trotzdem ein bisschen Nanit geben. 5 oder so. Boah, 135. Boah, du hast mir 130 mehr gegeben, als ich gerechnet habe. Und du gibst mir jetzt mal 50? Guck schon, Ares, du hast da was, oder? Oh, nochmal 200. Nice. Könnte ich mir schon wieder was holen. Ich guck mal gerade beim Multiwerkzeug nochmal. Obwohl, Multiwerkzeug habe ich noch Platz. Ein bisschen Platz habe ich noch. Wir könnten noch ein Upgrade holen für den Ionenwerfer. Bisher habe ich immer nur noch den Ionenwerfer genommen. Aber ich habe das Gefühl, der Ionenwerfer ist ein bisschen zu langsam, wenn der keine Boosts kriegt. Der braucht die Boosts. Ja, Multiwerkzeuge, ja. Was haben wir denn hier? Nach Aufprall, Explosion und Querschläger. Ist das nicht so das Gelbe für meine? 360 könnte sogar beide mitnehmen. Das müsste ich mir noch holen, die Tarnung. Und ich müsste die hier eigentlich holen, weil ich glaube, die sind im Nahkampf um einiges besser, der Streublaster. Ja, komm, wir nehmen beide mit. Wenn ich gerade hier bin, dann sind die wirklich alle. Kann ich die direkt bauen? Habe ich da Platz für? Wahrscheinlich nicht. Okay, gucken wir mal. Phosphor, Kabel und hermetische Siegel. 4 hermetische Siegel. Kann ich die bauen direkt? Nee. Dann baue ich das aber gerade. Dann kriegen wir das nämlich alles fertig. Ich gucke mal, ob wir das Zeug zu Hause haben. Ja, da muss ich doch noch Vorbereitung treffen. Das ist jetzt blöde. Die Episode ist nämlich gleich schon rum. Dann müssen wir in die nächste Episode gehen. Dann habe ich heute wieder nur rumgehört. Aber wir haben ein bisschen was angepflanzt beim Farmer. Das heißt, nächste Episode müssen wir jetzt aber wirklich mal langsam loslegen, weil sonst funktioniert das hier nicht mehr. Ich sage immer nächste Episode und jetzt sind schon wieder 2 Episoden vergangen. Ich wollte mir den Umhang noch angucken. Ist egal. Ist ja nur Deko. Wobei andererseits fände ich es ganz cool. So, wir gehen mal wieder in mein Lager. Ich brauche Kupfer, ne? Silber habe ich nicht genug. Da muss ich. Ach, siehst du, jetzt weiß ich, warum ich das nicht. Mist. Ich muss nochmal zur Station zurück. Wir brauchen. Ich weiß gar nicht. Quantenkuppel, da nehme ich mal raus. Das brauchen wir noch. Wo habe ich den Rest denn hingestopft? Ich muss hier mal in Ordnung schaffen. Hier ist echt Chaos. Habe ich hier noch was? Solar habe ich hier. Den Rest habe ich gar nicht mehr, oder was? Ne, da ist noch was, falls ich das noch brauche. Und das hier. Ich wollte sagen, ich habe doch ein bisschen was auf Lager hier. Mach mich jetzt nicht fertig. So, wir gucken mal, was brauchen wir denn hier? Silber fehlt noch. Kupfer können wir hier einbauen. Silber muss ich noch besorgen. Hier können wir noch einbauen. Das hier und hermetische Siegel müssen wir bauen. Ist die Frage, können wir das Schild umsetzen? Mit E verschieben? Setz es mal dahin. Das ist fertig, okay. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch 4 hermetische Siegel. Können wir die bauen? Verdichteter Kohlenstoff, das sollten wir hinkriegen. Habe ich Kohlenstoff am Start? Nein. Habe ich verdichteten Kohlenstoff hier drin? Nee, aber ich kann noch ein bisschen was umbasteln. Dann gib mir die hier mit. Oder habe ich hier noch verdichteten Kohlenstoff drin? Nee, gar nicht. Okay, na gut. Also müssen wir nochmal ran hier. So, wie ist Sauerstoff da? Start.
Okay. Ich fülle mich mal mit Sauerstoff wieder auf, zur Sicherheit. So. Dioxid habe ich noch ein bisschen. Eisen habe ich nur ein bisschen, aber nicht, ja, nicht so viel leider. Ist egal. Okay. Platin habe ich hier, Gold habe ich hier. Silber habe ich hier gar nicht, das heißt, wir müssen mal gerade Silber holen. Ich kann die Sachen hier mal reinpacken. Das brauchen wir ja nicht mehr. Okay, das ist alles weg. Dann gehen wir mal gerade kurz Silber holen. Hoffe ich zumindest. Wo konnte ich Silber denn holen? Oh, warte, ist fertig. Das lassen wir gerade um. Ich hoffe, das bleibt geladen, nicht, dass es gleich leer ist. Raumstation. Wo gab es denn Silber? Weiß ich gar nicht mehr. Da? Wo ich vorhin war? Ich gucke nochmal. Bin mir nicht mehr sicher. Dann bin ich gleich ausgerüstet. Dann fliegen wir gleich noch schon mal zum Frachter hin und dann geht es in der nächsten Episode los. Dass wir dann wirklich da durchstarten können jetzt hier. Wir müssen mal gucken, dass wir endlich zustande kommen. Sag mir, hier gibt's Silber, hier gibt's Platin. Das ist jetzt doof. Ist ein Händler da, der Silber zufällig in der Tasche hat? Komm schon. Ich habe das Gefühl, die werden immer erst reingeladen, die Händler hier. Ich will aber nicht so lange warten. Okay, gucken wir ein anderes System. Ich muss mal gucken, ich muss mich mit den Wächtern eigentlich auch mal anlegen und ein bisschen Glas farmen hier. Das könnten wir hier auch mal machen bei Gelegenheit. Mit Wächtern anlegen, dass wir die höchste Stufe kriegen. Dass wir dann sozusagen Wächterknotenpunkt kriegen. Und dann müssen wir uns da was in der Nähe bauen. Und dann nehmen wir die Bude auch auseinander. Platin ist hier nur Mist. Ammoniak-Platin. Ich muss auf jeden Fall auch mal eine Farm für Silber und Gold machen. Definitiv. Das ist jetzt blöde. Das sind auch so grundlegende Materialien, die man braucht. Und das wäre doch gut, wenn man die auf Lager hätte. Da kommt wieder nichts, ne? Ach man, das Blöde ist nur, wenn die das hier nicht haben in den Stationen. Hilft mir das auch nicht weiter. Ich hätte Bergbau gucken sollen. Vielleicht hätte ich da Silber. Silber oder Gold. Irgendwo habe ich Silber gesehen. Ich weiß nicht, welche Station das war. Habe ich vergessen. So, gucken wir mal. Jetzt aber. Platin. Mist. Tritium kann ich noch ein bisschen mitnehmen. Das kostet ja nichts. Das ist jetzt doof. Wir können davon eigentlich auch mal 10 Stück mitnehmen, ne? Für den Fall der Fälle. Pygnium habe ich noch. Platin wäre natürlich ganz nice. Platten brauche ich eigentlich wieder mehr. Ich muss auf jeden Fall wieder Material einkaufen. Ich habe ja noch ein bisschen Geld da. Komm schon, komm schon. Ja, genauso sehe ich das leider auch. Ist keiner da. Das ist jetzt doof. Dann gehen wir da mal hin. Was haben die denn? Kommerziell nachhaltig Wirtschaft. Vielleicht ist da, also vielleicht gibt es da Ärzte. Ich sollte wahrscheinlich eher in eine Erzgegend gehen. Da ist die Chance wahrscheinlich am größten, was am meisten Sinn macht. Was zu finden hier auf dem Markt. Komm schon. Ich brauche da nur ein bisschen Silber, Mann. Verrostetes Metall, toll. Ammoniak gibt's hier. Habe ich ein System mit Bergbau? Gucken wir mal gerade. Bitte sag mir, ich habe hier ein System mit Bergbau und da gibt es... was haben wir denn hier? Da ist nichts. Gar nichts? Frage bin ich erteilt. Handel. Ne, hier ist nur Handel drin, leider. Ich hab echt nichts mit Bergbau? Wow. Ich müsste jetzt aber erst wieder eine Antriebs...
Energiezelle bauen, damit ich da in ein anderes System fliegen kann. Da habe ich auch gerade keine Lust drauf. Das ist jetzt doof. Dann kriege ich das aber nicht fertig. Ich brauche nur ein bisschen Silber. Es wäre toll, wenn hier mein Händler um die Ecke kommen würde. Kohlenstoff, wow. Gold ist hier. Ja, Gold habe ich genug. Ich brauche Silber, genau das andere. Hier sind entschlüsselte Benutzerdaten, die sind günstiger. Okay. Oh, Sternseide. Da musste ich gerade lesen, das tut mir leid. Da musste ich gerade. Muss ich gerade schnell Strom schalten. Hier, sonst ist hier nur der Mann. Wir nehmen mal 4 Stück mit. Nee, komm, gib mir mal 6 Stück noch mit. Weil Sternseide brauche ich für ein paar Möbelstücke. Das ist jetzt doof. Kommt hier kein Händler um die Ecke? Es ist doch ein Handelszentrum. Doch, da ist einer. Bitte sag mir, du hast Silber. Ich will doch jetzt nur alles fertig machen. Na, endlich. Endlich, endlich. Okay. Silber bitte. Gucken wir mal. Himmlische Siegel brauche ich eigentlich direkt, ne? 4 Stück waren das? Ne, 72 brauche ich, gebe mir 4. Brauche ich die nicht bauen, aber Silber hast du auch. Nice. Oh, nice. Ne, keine tolle Front. Ich mag diese Front nicht. Ich mach mal ganz schnell Durchlauf hier. Dioxid nehme ich noch mal ein bisschen mit. Verrostetes Metall nehme ich noch mit. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen Eisen. Dann kann ich mir da gleich ein bisschen Munition rausbasteln. Komm schon, ich hätte gerne noch 2-mal Silber, dann bin ich weg hier. Sehr gut. Jetzt noch einmal. So, komm schon. Silber. Okay, Pyrit nehme ich auch noch mal ein bisschen mit. Tritium nehme ich noch mit. Okay, bin ich weg. Mach's gut. Dann gehen wir gerade schnell nach Hause. Ich muss mich abladen. So, meine Basis. Natriumfarben dahin. Und dann haben wir das auch gleich. Boah, ich mache erstmal mich vom Acker. Das ist aber blöd, dass ich mich vom Acker mache hier. So, kann ich das direkt bauen? Lasse er mich das einbauen? Fertig? Okay, das ist fertig. Das heißt, Kälteschutz haben wir auch, das ist gut. Multiwerkzeug. Das noch einbauen. Okay, das ist eingebaut, jo. Dann habe ich alles jetzt fertig, ne? Ja, okay, sieht gut aus. Dann ausladen. Es wäre toll, wenn es eine Taste geben würde, so alles abladen. Silber packen wir mal hier rein. Sternseide. Tritium. Ne, brauche ich erstmal nicht so viel. Wobei, warte mal, wir gucken mal gerade, wie viel haben wir im Raumschiff. Lager das mal da ein. Pyrit auch. Da ist noch mehr Silber. Echt jetzt? Ich habe zu viel Silber. Ja. Dann gebe ich die mal gerade her. Packen wir drüben rein. So. Die können wir hier noch reinpacken. Okay. Das Zeug noch ausladen. Das muss ich noch verarbeiten gerade schnell. Das bleibt hier. Phosphor lade ich mir gerade ein bisschen was ein. Für den Fall der Fälle. Natrium haben wir ein bisschen. Kann ich mal ein bisschen was nachfüllen.
Okay. Dann gucken wir hier gerade noch schnell. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und dann haben wir hier gerade das Metall noch rein. Boah, das dauert nur 3 Minuten? Echt jetzt? Das ist aber blöde. Da kann ich ja doch nicht losfliegen. Ich dachte, ich kann jetzt hier das noch mitnehmen, damit ich noch Munition habe. Ja, dann muss ich ja doch aufhören hier. Das ist ja doof. Na gut, dann stellen wir uns aufs Dach. Beim Sonnenuntergang. Wäh. Dann genießen wir den Sonnenuntergang. Wo ist der Sonnenuntergang? Da. Nee. Da? Ist egal. Wir gehen mal davon aus, dass es da ist. Dann, ja. Sag ich erstmal danke fürs Zuschauen und nächste Episode definitiv. Tut mir leid, dass es wieder nicht geht. Wow, was ist das denn? Sie sahen ein bisschen TIE Fighter-mäßig aus, aber das lag wahrscheinlich an den Flügeln. Und ja, nächste Episode geht es auf jeden Fall los. Es hat leider wieder ein bisschen länger gedauert. Ich muss noch gucken, weil Vorbereitung will ich schon noch machen. Ich will da nämlich nicht erfrieren. Ich will kein Eiszapfen sein. Und wir müssen noch ein bisschen Feuerkraft haben. Ich hoffe, die Feuerkraft reicht und geht. Der Streublaster wäre noch ganz nice, aber naja, wir gucken mal. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.